Ich auch, aber mir fehlt noch ein Schlüssel. Warte mal. Like das, ja. Oh, noch ein bisschen drehen. Gehen wir da mal hin. Na 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 na, genau. Genau. Und dann, und dann wäre Fallen runter und dann wäre Sammeln Schlüssel ein. Dann wäre Fallen runter und dann wäre Stehen vor Tür. Dann wäre Fallen doch nicht runter. Ach so, jetzt muss ich da weiß in das Käsekrästchen-Dings da rein. Nee, muss ich nicht. Ich muss weiß da drauf. Genau. Komm Und ich da weiß drauf. Nicht unter. verraten, nicht verraten, nicht verraten. Das wäre nicht fair. Komm ich da weiß hin? Da, das Spiel mobbt mich. Gehen wir mal so rum. Mal gucken, was das Spiel dann sagt. Komm da Nein, grau sagt es. hin. Ja, kommt mir gerade so vor. Komm ich denn da weiß hin? Ich muss hier grau lang. Klar. Ich habe das die ganze Zeit geschafft. Warte, ich fall noch mal runter. Vielleicht klappt das ja. Damit hat der ganze Mist hier angefangen. Dass ich an einer Stelle runtergefallen bin. Da muss ich praktisch grau runterfallen. Ich muss nicht denselben Weg grau nochmal lang gehen wie weiß gerade, um den Schlüssel zu bekommen. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Wo kann ich mich invertieren? Ich kann mich da invertieren. Ne, das geht nicht, aber ich kann mich da invertieren. Das heißt, ich muss hier lang. Das heißt, das probiere ich jetzt nochmal geschwind. Und dann wir kommen. Nee, ich möchte vorne hin. Dann wir seien hier. Und dann frage ich mich, wo wir sind. Da sind wir. Da, ich bin auf dem richtigen Weg. Also wir, also ich. Das ist gut. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Der Weg ist beschwerlich lang, Steine liegen im Weg. Ja, ich Ganze muss auch ab und Brocken. zu. Ja, ganze Brocken, ja, auch mal ganze Georocks liegen da im Weg. Die tanzen auch noch. Tanzende Georocks, die sind ganz gefährlich. Hab ich gesagt, ich habe die Lösung? Moment, gib mir nochmal eine Gedenksekunde. Schade, dass ich nicht Ja. streame. Ich mal so fragen. Leute, was habe ich falsch gemacht? Dahin, ich komme daher, da und da. Das heißt, ich muss praktisch hier vertieren eigentlich. Warte mal. Ich bin jetzt hier. Boah, das zerrt an meinem Gehirn, das Spiel. Wenn ich da lang gehe. Okay, ich komme zur Tür. Okay. Ah, ich habe mich gerade, glaube ich, ein bisschen blöd angestellt. So, Moment, erstmal hier rum. Muss ich mir dann angucken, sobald es online ist. Ja, es kann sich nur um Jahre handeln. Ja, jetzt komme ich definitiv zur Tür. Jetzt habe ich's. Alles klar. Ja, hier muss ich manuell drehen, das ist mir schon klar. Hier muss ich den manuell drehen. So. Bin vor Das der hat dem Tür. Manuel aber gar nicht gefallen. Okay, gehen wir durch. Durch. Oh, Kapitel 3 Kapitel 3 fertig. vervollständigt.
Was sagt die Statue? Sein Leben verblasst mit ihm die Farbe. Ich ziehe mich allein zurück, verbringe Ewigkeiten fern der Realität. Die Zukunft ist unerträglich. Einsam brüten meine Gefühle merkwürdige Kreaturen aus. Das klingt aber nicht so geil. Mein Home. Meine Hut. Mein Home. Meine Hut. Ah. Meine Hut, Digga, yo. Ja, oh, guck mal, was da unten rechts jetzt steht. Sicher, mein Verstand verheimlicht mir noch mehr. Ich werde es suchen und seine Entdeckungen genießen. Vierte Kapitel. Das vierte Kapitel. Da jetzt nicht, da unten ist noch mehr. Nein, Quatsch. Aber was ist denn da? Moment, bevor ich durch die vierte Tür gehe, will ich wissen, was da ist. Oh, das sperrt mir den Weg zu. Okay. Ich darf da noch nicht lang, ich verstehe das. Ich gehe zur vierten Tür. Das sind wahrscheinlich Tür. Die Credits oder so. So, ich stehe vor der Tür. Geh durch. Und rein. So, wie viel haben wir hier? Hoffentlich auch nur wieder 6, ne? Der Schleier. Gehen wir rein. Was macht Brainfuck bei mir? Ja, Moment, ich sehe es noch nicht. Ach du Heilige, es Maria, macht so Mutter Gottes. Brainfuck bei mir. Ach ja, der Schlüssel ist weg. Der Schlüssel ist weg. Und er ist weg. Okay. Da bin ich weg. What the hell? Ich bin weg. What the fuck? What the fuck? Hä? Was hat es getan? Also, es hat zur Lösung geführt, aber ich... Oh! Ja, so halb irgendwie. Was war das denn jetzt? Wow. Warte. Warte, halt, stopp. Wow. Und da ist der Schlüssel weg. Ich krieg's nicht hin, ohne runterzufallen. So, jetzt aber. Wir krieg's hin. Also, ich wäre soweit. Moment. Langsam, hoppla, vorsicht, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Okay, ich hab's auch. Ich bin gleich bei der Tür, Moment. Ja. Bin da. Gehen wir durch. Durch. Der Turm. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Es war einfach nur, wenn das, man sich nicht bewegt. Das war eine seelische Vorbereitung auf das, was noch kommen wird. Okay, da macht nicht Totenleinchen. Der so komisch, Das war heldenhaft. In meine Richtung rollt. Nein. Das war knapp. Also diese Röhre sorgt dafür, dass die Farbe des buntigen Gegenstands wechselt. Und ich wäre soweit, durch die Tür zu gehen. Moment. Weißt, ich guck gerade auf meinen Stream und denke mir so, was ist das für ein Schachbrett? What the fuck? Oh. Und denke mir so, oh mein Gott, hä? Das hab ich doch gar nicht gesehen. Wo war das Schachbrett? Und wir befinden uns auf einem riesigen Schachbrett. Ich bin auch soweit. Durch? Ja. Durch. Die Kurve. Was kommt jetzt? Also das ist bestimmt eine Schonungsphase und im letzten gibt's so richtig dieses BAMS aufs Gesicht. Okay.
3. Wo ist denn überhaupt die Röhre? Oh. Wo ist... Achso, da ist die Röhre. Mein Gehirn denkt sich nur, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Also, wir dürfen auf jeden Fall schon mal zwei der Wege nicht benutzen. Was ist hier los? Wo ist der Schlüssel? Warum ist da der Schlüssel? Ich sehe gar keinen. Da ist der Schlüssel. Aber die anderen beiden Steine bewegen sich bei mir nicht. Das ist so aus. Ich habe gerade ganz andere Probleme. What the fuck? Der Stein muss auf den Schalter. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn der Stein auf dem Schalter liegt, ist die Tür frei. Ich krieg den Stein aber nicht dahin, weil egal wie ich durch die Röhre gehe, er verhält sich immer gleich. Der Stein ändert irgendwie sein Verhalten nicht. Das juckt mich ein bisschen. Also ich hab ihn auf dem Schalter. Bei mir ändert er sein Verhalten einfach nicht. Lief sein Verhalten. Verstehe ich jetzt nicht. Bei, was meinst du mit seinem Verhalten? Er müsste jetzt eigentlich runterrollen, ne? So. Mhm. Aber bei mir rollt er eigentlich bergauf. Und wenn ich in die Röhre gehe, dann müsste er eigentlich sein Verhalten ändern, oder? So war das doch die ganze Zeit. Nee, wenn du in der Röhre stehst, ach so, kannst du das noch drehen, ja, dass sorry, du dich bewegst. Das hat nichts mit dem Verhalten des Steins zu tun. Ich bin dumm im Kopf. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh mein Gott! Irgendwie wollte der Stein jetzt gerade nicht mehr so wie ich. Was mich nervt, bewegen. Muss man die erst mit dem anderen Stein lösen? Hä? Oder geht das? Was willst du denn? Ich frage mich gerade, wofür die anderen beiden Steine sind. Nur zur Deko oder was? Nein, damit du da einfach nur nicht langlaufen darfst. Ja, aber wie bleibt denn der Stein jetzt oben beim Schlüssel? Weil sobald ich gehe und mich zur Tür bewege, ist der Stein ja, und Schlüssel weg. Das Problem habe ich auch gerade. Nee, ist er nicht, ist er nicht. Doch, bei mir schon. Wait. Ich brauche deine Hilfe. Komm trotzdem nicht in die Tür rein. Wieso geht denn jetzt nicht zum Schalter? Muss man den mit genug Schwung zu dem Schalter bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Mir auch gerade die Zähne das dran aus. Gibt jetzt schon Bäm ins Gesicht. Ja,